Ich hatte nicht im Kopf, dass es Afterlife so ein exklusiver Club ist. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du für mich bitte. Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schoten. Das klingt eklig. Silverhands, komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Total. Auf Stinkreifen und den Job unseres Lebens. Auf das hier. Auf das hier. Okay, meinetwegen. Weil er beim letzten Mal schon so dagegen war, auf sowas zu trinken. Gerade mit Absicht. Ah, shit, sowas wie lebende Legenden gibt's nicht. Wer hatte denn die Ehre noch? Wen kann ich hier noch trinken? Alles auf der Karte. Nur einer fehlt, oder? Morgan Blackhand. Stimmt. Morgan muss sich noch entscheiden, ob er tot ist oder nicht. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Meinst du, er lebt noch? Er ist Jahre her. Wieso nicht? Sieh dir Rogue an. Leute aus der Ära sind eine Spezies für sich. Schätze, so wie das Leben ist, ja. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Hm? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier. Oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuester Fund. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschoner, ist Dex Stammkunde? Ja, jetzt warte doch mal ein Sekündchen. Eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Oh, ich hätte gerne einen Pizzanotdienst. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Ja, stimmt. Wenn man seine Geschichten nicht erzählt, wie sollen die anderen wissen, was für geilen Scheiß man gemacht hat? Manchmal funktioniert leider dieses Schrittgeschwindigkeit aufnehmen nicht. Und dann musst du so hinterherzuckeln wie hier gerade. Studio? Aber ich find's halt schon mal geil, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Kempo, Nijitsu? Yeah. Meinst du, du könntest mich umhauen? Ah, bei Yaki funktioniert's. Ich hätte einfach bei Yaki bleiben sollen. Bei Yaki kann ich mitgehen. Yaki, geh mal vor. Ich kann bei Yaki doch nicht mitgehen. Ach, guck mal. Hi. Harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Da hast du den Flathead. Boah, der ist so eklig. Alles klar. Darf ich mich hinsetzen? Danke. Stehen war gerade irgendwie unangenehm. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Eigentlich ganz gut, aber erstmal T-Bug. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt, das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen.
Okay, habt ihr komplett die Blase, wenn es dir nicht schlecht ist, sie will ich raus haben. Was würde ich ihm das sagen? Ich bin doch nicht bescheuert. Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compaggy Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Na, er weiß es halt schon. Ist alles, gehen wir den Plan durch. Das stimmt nicht mit ihr. Das ist alles, gehen wir den Plan durch. Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Ich weiß nicht, ob das klug war. Einen Abend schlürft sie Jean Paradis mit Yorinobu. Den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Nee, das ist alles. Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Was das hier? Achso, Splitter. Dann wollen wir mal. Entschuldigung. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Compaggy Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Schöne ist immer, wenn am Anfang gesagt wird, ohne, das soll alles ohne Leichen abhandelbar sein, dann wird es meistens ganz viele Leichen geben. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Hajime Taki. Sonst noch was? Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Wow, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze.
Das ist was wenig, Alter. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Hm. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Bruh. Wir bringen uns doch gerade in Gefahr. Dein Name ist nicht einmal im Spiel. Na gut, du hast gewonnen. Jackie hat recht. Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. So. Los geht's. Okay. Können wir dann gehen? Ja, wir können dann gehen. Darf ich aufstehen? Ja. Nee, wir können. Oder was? Ich. Nee, komm, lass uns los. Lass uns los. Warten bringt nichts. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich noch alle Requests mache, aber nee, wir bringen das jetzt hinter uns. Denn ich glaube, Cyberpunk löscht keine Quests. Oder macht Quests nicht unerreichbar, wenn wir mal durch sind. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Ach, hallo, Jackie. Schick. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Ist das so gut? Alter. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Was ist denn das Excelsior-Paket? Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist... Alter, das ist gruselig. Gratis. Pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich, er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden.
Alter, diese Augen im Rückspiel sind so gruselig. Sex knausert nicht, hm? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Toll, die hätte ich gern halt einfach. Wäre mir lieber gewesen. Excelsior. Ich find's schön, wie... Genau so fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Du musst echt mal chillen. Hä? Huch? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß Hallo. Nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Greife mit dem Kopf, das ist für mich so eine Party. Bleib einfach mit dem Kopf dabei. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Wir nähern uns unserem Zielort. Yay, I guess. Oh, hi, T-Bug. Was gibt's denn? Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Weh, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Ich rufe dich mal kurz an, Jackie. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Laut und deutlich, schön, mich wieder dabei zu haben. Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin. Endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Ach so, ja, Waffen zurücklassen. Okay, Harry. Gehen wir. Na, let's go zu dem Job unseres Lebens. Ist das eine Raketenstation? Tatsache. Der Koffer ist auch wahnsinnig unauffällig. Und dieses Auto ist von außen so pottenhässlich. Okay, let's go. Wir folgen Jackie. Hi, Bug. Wir sind da, Bug. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon. Du willst Hajime Taki sprechen. Willkommen im Konpacki Plaza. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich habe immer Angst, dass wir das schon verkacken. Takchen. Willkommen im Konpacki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpacki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Okay, scannen bitte. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Herzlich willkommen im Konpacki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Ramon. Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine. Ramon ist ein Vorname. So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Vielen Dank. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Habe ich Sie gebeten, das zu tun? Nein, ich dachte nur, weil... Und wer hat Ihnen erlaubt zu denken? Wie bitte? Ich ganz sicher nicht. Also, wer sonst? Hm? Ein gut gemeinter Rat. Tun Sie, was von Ihnen verlangt wird. Also, wie war die Zimmernummer? Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42.
Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Das war knapp. Oh, Entschuldigung. Der Aufzug ist in der anderen Richtung. Gut, dass wir Konzerne waren. Quatsch. An Orten wie diesem nimmt dich sonst keiner für voll. Ja, okay, wo gehst du denn hin? Harry? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Ja, das sieht schon geil aus hier. Mit den ganzen Zen-Gärten. Das ist schon cool. War is over, stand da gerade. Ist das die Geschichte von der Arasaka-Familie? Die Erinnerung sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Hi. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Ach, da sind die Aufzüge. Ich dachte, wir können den vorderen Aufzug nehmen. Sieh die Hotelbar an. Ach so, wir können uns die tatsächlich ansehen. Hi, Hotelbar. Was gibt's denn hier? Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Du bist besoffen. Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Hi. Wenn das betrifft alle hier. Alle werden eins reinkriegen. Das ist Alan Harper. Was betrifft alle? Wie sieht ein Bote mit schlechten Nachrichten aus, hä? Was wiegt 100 Tonnen, ist über eine Meile lang und nuklear betrieben? Die Antwort liegt hier vor Anker. Hanako Arasaka macht einen kleinen Kurzurlaub. Nicht so laut. Du redest von der Kaisertochter, Mann. Meinst du, es ist eine gute Idee, in einer Bar rumzubrüllen und einen nach dem anderen zu zischen? Nur weiter so. Wird bestimmt super für dich enden. Scheiße. Du hast recht. Geh jetzt. Solange du es noch kannst. Weißt du was? Ich werde genau das tun. Abend. Abend. Was darf sein, Kleiner? Was hast du denn so nicht? Ein kleines... Kleiner, fangen wir doch mal an. Wie heißt du? Nichts, danke. Nichts, danke. Komm jederzeit wieder. Hab ich damit... Nee, gell? Ich muss mit dir noch mal... Wieder da, Kleiner. Was darf sein? Was hast Zeig du denn mir, so? Was du hast. Sicher. Oh, ich habe einen hübschen... Okay. Wasser. Sehr schön. Kostet auch nur 40. Aber ich schließe mal. Oh, guck mal, da ist sogar Schnaps. Nett von euch, danke. Okay, wir haben uns die Hotelbar angeguckt. Das ist was Schönes. Da kannst du mit Misty nochmal herkommen. So, ab nach oben in die 42. Wo Yaki auf uns wartet. So, wir fahren hier natürlich eine ganze Weile. Der 42. Stock ist ja immerhin auch Licht. Gerade weit unter. Hi. Ja, sorry. Ich habe mir für euch die Hotelbar angeguckt, ja. Die ist super übrigens. Kann ich dir empfehlen, mit Misty nochmal herzukommen. Die haben einige schöne Sachen. Und das Wasser kostet immerhin 40 Eddies. Also, die halten was von sich. Jawohl. Guten Tag. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und dem Server. Wow. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Oh, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Sieht mir jetzt nicht so eine geile Aussicht, muss ich sagen. 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Boote den Scanner. Was ist da denn? Kann ich das... Ist der Flathead bereit? Fast geschafft.
Okay. Achso, ich muss scannen. Da ist ein Schach. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Ist der Flathead bereit? Ich würde scannen. Nee, was ist das denn? Passion and Fashion. Okay. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Smart Room Terminal. Fernseher aus, Radio. Nee, danke. Okay, können wir loslegen? Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. Wie? Nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Ach, Kacke. Hier. Na dann. Wollte ich gar nicht. Ich wollte die Fragen noch stellen. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Oh. Hi, Entschuldigung. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht. Okay. Auf zum nächsten Schacht. Wo ist denn der nächste Schacht? Für alle etwaigen Strafen. Schacht betreten. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren. Meinen Bezirk. Das ist das widerlich. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Pat. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flight hat es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. So, da ist er wieder. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, dann Hausmädchen, das ihn findet. Der Radium steuert. Ach da. Aber sie ist im Weg. Problem. Aber das Trinkgeld war ordentlich. Zimmerservice ist im Weg. Ich lenke sie ab. Was haben wir denn im Schreibtisch? Okay, schon dabei. Das Terrarium? Oh, was haben wir denn da? Kühleinheit. Temperatur ist ja wurscht. Smart Room Pen. Bringt das was? Nein, überhaupt nicht. Dann vielleicht doch das Terrarium? Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nicht. Okay, dann vielleicht doch die Kühlein hat. Das hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Doch, der Temperaturregler. Wow. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Warte, wie der sich bewegt, das ist so eklig. So, okay, was macht er jetzt damit? Der brutzelt quasi das. Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Warte jetzt, keine Zeit für Schmeicheleien. Ab ins in den Schacht. Jo. Boah. Ich hoffe, wir finden den nie wieder. Oh, hallo, kleiner Mann. Boah. Da geht's weiter. Ich hoffe wirklich, ich muss mit denen nie wieder arbeiten. Auch wenn es ein geiles Teil ist und er geile Sachen machen kann. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Okay. Immer wenn dieses Warndreieck kommt, denke ich, irgendwas ist schief gelaufen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. CCTV-Port ist doch bestimmt da, oder? Ist auch ein Schacht gibt. Ah nee, da ist einer. Da. CCTV-Port. Dann ist es schon zwei verfügbar. Okay. Bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Habe ich gemacht. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Ich neutralisiere ihn? Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir.
Zuerst muss der Flathead aber da rein. Mhm. Dafür muss ich nochmal auf die andere Kamera. Okay, nee. Ach, da ist ein Schacht. Der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Alter. Das ist... Alter, mit der Steuerung... Ist manchmal interessant. So, kleiner Flathead, kommst rein und dann schaltest du den bitte einmal aus. Flathead mit dem Stuhl verlinken. Ja, genau. Flathead mit dem Stuhl verlinken. Let's go. Boah, ist der kreislig. Okay, dann neutralisiere den mal. Jetzt sitzt er einfach auf ihrem Gesicht. Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Der behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Okay. Pup, tschüss. Así es como se hace. Wo bist du denn? Da bist du ja. Wie geht's dir? Gut, bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Können wir uns nicht... Oh, Level Up! Können wir uns nicht hinlegen und pennen? Warte mal. So, was hatte ich denn bei meiner Konstitution? Die würde ich gerne einmal noch verbessern. Und da eben auch mein Gesundheitszeug. Oh lol, ich hatte 2? Lol. Und für den... Ich wusste gar nicht, dass ich 2... Jetzt über... Lol.